Hi Leute, ich werde oft gefragt, ob der Tag vor der IHK-Abschlussprüfung denn frei ist. Und die Antwort lautet, ja, ist er tatsächlich. Es hat eine Neuerung im Berufsbildungsgesetz gegeben. Und zwar im Jahr 2020, da hat das BBIG, Berufsbildungsgesetz, ein kleines Update bekommen. Und unter anderem wurde da Folgendes beschlossen. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Hier ein Auszug aus dem Berufsbildungsgesetz. Freistellung vor der Abschlussprüfung. An dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht, haben Auszubildende einen Anspruch auf einen freien Tag. Paragraph 15 Absatz 1. Die Anrechnung erfolgt mit der durchschnittlichen täglichen Ausbildungszeit. Wenn sich die Abschlussprüfung nach der Ausbildungsordnung in zwei zeitlich auseinanderfallende Teile gliedert, und das ist bei Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement ja der Fall mit der AP1 und der AP2, können Auszubildende einen Anspruch auf insgesamt zwei freie Tage haben, jeweils vor der schriftlichen Prüfung im ersten Teil der Abschlussprüfung und vor der schriftlichen Prüfung im zweiten Teil, ne? Also AP1, AP2. Gibt es übrigens auch in anderen kaufmännischen Ausbildungsberufen, also nicht nur bei Büromanagement. Voraussetzung ist jedoch, dass der jeweilige Prüfungsteil eine eigenständige schriftliche Prüfung enthält. Jo, ist der Fall. Wenn der jeweiligen schriftlichen Prüfung kein Arbeitstag unmittelbar vorangeht, zum Beispiel bei Prüfungsbeginn an einem Montag, Feiertag oder Berufsschule, besteht kein Freistellungsanspruch. Ja, also logisch, klar, wenn die Prüfung an einem Montag ist, Tag vorher ist ein Sonntag, dann geht das nicht, oder an einem Feiertag oder an einem Berufsschultag. Es kann ja auch sein, dass ihr dann die IHK-Prüfung an einem bestimmten Tag habt und der Tag vorher ist Berufsschule. Da werdet ihr dann nicht freigestellt. Vielleicht habt ihr dann intern für eure jeweilige Schule eine andere Regel. Das müsst ihr mal abklären, wie das dann ist. Aber grundsätzlich habt ihr dann kein Recht auf einen freien Tag. Arbeitstag schon. Also der Ausbilder, eure Ausbilderin, euer Ausbilder, der muss euch freistellen, wenn der Tag vorher vor der AP1 und der AP2 dann ein Arbeitstag ist. Ja, also viele, ich meine, meiner Erfahrung nach wissen das noch nicht alle Ausbilderinnen und Ausbilder, weil diese Regelung relativ neu ist. Vorher galt das nur für Minderjährige, jetzt gilt das für alle Azubis, also gut für euch. Ihr könnt den Tag halt vorher nutzen, um mal vielleicht noch ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu lernen, ein bisschen zu chillen und gar nicht so verkehrt. Gut, apropos Lernen, also ich habe auch noch was für euch und zwar könnt ihr natürlich auf meinem Kanal, ja, hier ganz viele Lernvideos gucken. Über 130 habe ich hochgeladen. Ich würde mich daher über ein Abo freuen. Und ich habe jetzt auch eine Homepage, hergerold.de. Schaut doch mal vorbei. Da findet ihr bestimmt auch was. Ich habe da Bücher für euch und auch für die mündliche Prüfung einige Sachen. Vielleicht was Interessantes für euch dabei. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, Leute, macht's gut. Tschüss!